Vom Ring auf den Red Carpet. So glamourös sind unsere Box-Queens. Plötzlich Prinzessin. Ina Menzer gehört jahrelang zu den besten Boxerinnen der Welt. Aber der Erfolg hat seinen Preis. Damals sieht man die Boxweltmeisterin meist mit streng nach hinten geflochtenem Haar. Oder stark gezeichnet von harten Titelfights. Mittlerweile hat sie ihre Laufbahn beendet und darf nun endlich schön sein. Es ist wieder, immer wieder für mich ein Fest, wenn ich auf so eine Charity oder auf eine Abendveranstaltung gehen darf und mich mal richtig als Frau fühlen darf, wirklich stundenlang im Bad verbringen darf, mich schminke, die Haare mache, mir Kleider aussuche. Ich genieße das wirklich im Moment. Beauty-Marathon statt schnelle K.O.s beim Boxen? Klingt im ersten Moment lästig, aber das ist es ganz und gar nicht. Sie glauben nicht, wie sehr ich das genießen kann. Ich bin 10 Jahre lang bin ich aus den Sportklamotten nicht rausgekommen. Auch Regina Halmich hat ihre Weltmeistergürtel gegen schicke Kleider getauscht. Jetzt vermöbelt sie nicht mehr Stefan Raab, sondern macht auf Modeshows eine richtig gute Figur. Aber wie bekommt man die eigentlich? Ich persönlich, ich schwöre ja auf TRX, auf die Schlingen. Mit denen bekommt man auch ganz schnell ganz viel Bauchmuskulatur. Man steht ja auf Sixpack und natürlich auch Boxtraining. Das ist nach wie vor für mich absoluter Tipp für eine richtig gute Figur. Und welchen Tipp hat die Frau mit den definierten Muckis gegen diese verdammten Winkearme? Ja, da würde ich viel mit Kurzhanteln arbeiten oder eben auch altbewährtes. Sprich, Liegestütze sind sehr effektiv für die Oberarme. Bizeps-Curl-Übungen, also da gibt es schon ein paar Sachen. Aber die muss man dann halt auch wirklich täglich machen. Ja, ja, die Disziplin. Da haben unsere ehemaligen Box-Queens einfach einen Vorsprung. Ihr haut uns echt um, Mädels.